Unser Planet besitzt zwei Seelen. Ein äußeres und ein inneres Antlitz. Eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Alles entwickelte sich prächtig. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. Terranigma. Ja, und damit herzlich willkommen zum Terranigma Let's Play, beziehungsweise mal zum Anfang davon. Ich bin mit der Qualität noch ein bisschen am Rummachen. Weiß noch nicht, ob die jetzt so passt, wie sie ist. Ich habe jetzt ZenSnest im Windows-Modus, weil Fraps hat das nicht ordentlich aufnehmen wollen. Deswegen nehme ich es mit Bandicam auf. Ich habe mal den HQ-Filter reingehauen, denn Terranigma ist ein so wunderschönes Spiel, das möchte ich in echt zumindest einigermaßen guter Qualität her aufziehen. Und ja, was soll ich groß sagen? Das Spiel ist enorm riesig. Es ist wirklich, also es ist so umfassend, wir werden nie im Leben alles machen können, was man im Spiel machen kann. Es gibt haufenweise Secrets, es gibt haufenweise andere Wege, die man gehen kann, und das ist dann auch nicht mehr rückgängig machbar. Das heißt, du entscheidest dich irgendwann im Spiel für Möglichkeit A und entsprechend entwickelt sich das Spiel dann auch nach Möglichkeit A. Das heißt, gerade bei Sidequests etc. werden wir nie alle zeigen können. Das schaffen wir nicht. Wer Interesse an dem Spiel hat, holt es euch einfach irgendwie selbst. Es ist es wirklich wert. Es ist ein super tolles Spiel. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Wir werden uns Ark nennen, so heißt der Hauptcharakter. Man kann sich jeden anderen Namen auch geben, aber es ist wie in Zelda. Man wird entsprechend dann so auch angesprochen. Und da ich Ark sein möchte, nenne ich mich auch Ark. Kapitel 1: Versunkene Kontinente. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja, den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun.
Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Meine Frauenstimme ist super. Ich will keine Beschwerden hören. So, wir stehen auf. Hallo, das ist Ark. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, mache ich hier ein kurzes Päuschen. Gucken wir mal gerade das Intro an, wie es von der Qualität gewesen ist, ob ich die Position von der Aufnahme ordentlich gemacht habe. Und dann geht's gleich hier weiter. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Also jetzt vom Anschauen her bin ich mit der Qualität ganz zufrieden. Die beste ist es natürlich nicht, die kann ich euch leider nun mal einfach aus technischen Gründen nicht bieten. Ich hoffe trotzdem, wir werden einigermaßen klarkommen mit der Qualität. Wir können rennen, wir können springen, das ist alles ganz toll. Und wir können vor allem speichern. So. Das war der falsche Knopf. Das war der richtige Knopf. Wir haben gespeichert. Und ihr seht schon, wir sind Level 1. Es ist ein RPG, in dem man leveln muss. Wir werden also des Öfteren rumgrinden. Ob ich das dann zeige oder ob ich das dann offcam mache, werden wir sehen. Das weiß ich noch nicht. Ansonsten, viel kann man noch nicht machen. Stürzen wir uns doch erstmal in das Leben von Ark. So, tun wir das doch mal. Gehen wir mal hier raus. Wie gesagt, man kann hier so viel machen. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was alles wichtig war. Ich werde mit vielen Leuten reden müssen und ja. Naja, mal gucken. Na, Ark, hat Melina dich wach geküsst? Diebe muss schön sein. Einst sprach der Weise. Die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte? So, gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn hier für Leute? Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Ich muss kurz dazu sagen, es scheint so, dass es auch eine englische Version natürlich gibt, die aber auch, wie es typisch ist, besser ist. Ich kenne nur die deutsche. Ich bin mit der deutschen sehr zufrieden. Wenn die englische wirklich besser ist und ihr das so seht, dann tut mir das leid. Das mag sicher sein, aber ich denke, wir werden hier besser fahren, wenn wir die deutsche nehmen, da auch wirklich nicht jeder jetzt Englisch so gut versteht. Und wenn ich jetzt hier, während ich das Let's Play mal auch noch Englisch übersetzen darf, dann geht das schief. Das merken wir ja schon bei Mario. Hallo, Hilfe. Jetzt bin ich schon zu nah an die Tür ran, Mist. Das wollte ich noch gar nicht. Schnell weg. Du Glücklicher, ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Ja, ja, Melina ist also offensichtlich meine Freundin. Ark, meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Nein! Natürlich nicht. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Ark. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Die hier? Da ist doch gar nichts. So, kann ich die aufmachen? Ja. Das ist der Weise. Ark, tritt näher. Okay. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Ja, das ist jetzt auch eine schwierige Entscheidung. Die Hühner kamen von allein auf die Idee. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt, aber... Genug jetzt. Schweig, geh und entschuldige dich auf der Stelle. Aber... Kiste aufmachen. Halt, wer hat dir erlaubt, die Truhe zu berühren? Ja, sehr gut, ich lasse es ja. Schnell weg. Hallo, wer bist du? Auch ich möchte den Kristallnebel sehen, doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Oh, das ist aber nicht schön. Wer bist du? Hallo Ark, du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug da drüben. Er enthält Gewürze. Den hier? Hier? Ups! Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Was? Nein, aber nicht doch. Lecker. Ark, das habe ich gesehen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Hilfe, schnell weg.
Christa. So wunderschön. So wunderschön. Oh, dieses Spiel. Was war denn hier? Ich kann mich an kaum was erinnern, muss ich mal dazu sagen. Ach, hier ist das Orakel. Hehehe, Alk, du, ich werde in deine Zukunft schauen. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Oh ja, die Reise wird sehr lang. Ich werde mich bemühen, nicht zu spoilern. Sollte das doch passieren, dieser Weg war umsonst. Da lacht er mich noch aus. Frechheit. Ich werde mich bemühen, nichts zu spoilern. Wenn es doch mal passiert, dann tut es mir wirklich furchtbar leid. In dem Spiel sollte man definitiv nicht gespoilert werden. Die Story ist atemberaubend, muss ich fast sagen. Ich schwärme unheimlich von dem Spiel, aber es ist einfach wunderschön. Und ich weiß nicht, wie viele Parts das werden wird. 100, 200, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich mich anstellen werde, teilweise. Was wir alles schaffen im Let's Play, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Und es wird sicherlich nicht durchgehend sein, so viel kann ich jetzt schon sagen. Naja, ihr werdet ja sehen. Mal kommen Parts, mal kommen keine. Wird auf jeden Fall dann ein Dauerprojekt. Hallo. Alk, bitte bring den Kindern keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie hier alle Krüge zertrümmert. Was? Also das würde ich niemals tun. Ich würde niemals sowas machen. Ah, das habe ich gesehen. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Hilfe. Hallo. Na? Oh, arg, ich hatte diesen grässlichen Traum. Ich träumte, jeder hier würde sich in Eis verwandeln. Das klingt nicht gut. Da wollen wir doch mal hoffen, dass das nicht wahr wird. Hallo. Na? Ich darf nicht nach draußen gehen. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Oh, ich darf nach draußen gehen. Kann ich dir eigentlich was an den Kopf werfen? Uah, das ist echt fies. Tut mir leid, Entschuldigung. Eigentlich bin ich ja nicht so. Es tut mir leid. Habe ich mit dir geredet? Hey, Ark, spiel mit mir. Okay, und was? Hey, Ark, spiel mit mir. Ja, dann sag doch was. Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie Kontinente. Was es wohl zu bedeuten hat? Ich glaube ja, du hast zu viel ins Glas geguckt gestern. Aber okay. Hallo. Na, kann ich dich aufheben? Nein, okay. Bist du noch nicht bei Zelda? Was haben wir hier? Wir warten auf Melina. Sie wird später mit uns spielen. Wird sie das? Mama sagt, man sei an ein Versprechen aus einem früheren Leben gebunden. Arg, waren Melina und du in der Vergangenheit bereits Freunde? Das ist gut möglich. Oh, Melina. Und das ist die Weberei. Hier wollen wir uns entschuldigen. Dann tun wir das doch mal. Hallo. Du schon wieder? Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Nee, ich will mich entschuldigen. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Ja, okay. Ich verstehe nicht, was Melina an dir findet. Aber ich bin doch gar nicht so schlimm und böse und gemein. Ich darf sonst nicht mehr mit dir weggehen. Oh, das wollen wir nicht. Das wäre ja schade. Hallo. Redest du mit mir? Was ich tue? Ich sticke kleine nette Bilder auf Kleidungsstücke. Tust du das auch? Du tust das auch. Okay, ihr tut das alle. So, Treppe hoch. Hallo. Hallo, Ark. Melina befindet sich unten. Sie soll etwas für den Weisen weben. Aha. Was denn? Da können wir nichts machen. Werden wir doch gleich mal nachfragen, was sie da weben soll. Dummdidum, kann ich hier eigentlich? Ich will ja nicht so gemein sein, aber... Okay.
Man kann es ja mal probieren. Hat sie das gesehen? Ich hoffe nicht. Nein, okay, hat sie nicht. Huh. Das ist dann Melinas Zimmer. Okay. Aber da kommen wir jetzt. Da ist noch nichts weiter. Melina steht hier. Achso, kann ich doch noch mal mit ihr reden? Ich glaube nicht. Da kommt nur ich. Ich darf sonst nicht mit ihr weggehen. Ja, okay, alles klar. Hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Ja. Gut. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Hier komme ich nicht weiter. War hier noch irgendwas? Da ist gar nichts, okay. Die Mühle. Hallo, ich bin Jenso, der Müller. Ich mahle Korn, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Oh, du bist es, Ark. Ich habe gestern zu viel getrunken. Ah, ich sollte dich anders lesen. Oh, du bist es, Ark. Ich habe gestern zu viel getrunken. Oh. Nun habe ich einen dicken Kopf. Ich trinke nie mehr. Das habe ich auch schon oft gesagt. Hier, dicker Kopf. Okay. So. Da ist nichts. War da oben noch was? Nein, da ist auch nichts. Da kann man den Rädern beim Malen zusehen. Ich finde, es sind alles schöne Details, muss ich sagen. Es ist einfach wunderschön, dieses Spiel. Und es gibt eben auch wirklich, hier, wie ihr seht, diese Vorgeschichte. Wir werden nicht direkt ins Abenteuer gestürzt, sondern erstmal ist tatsächlich alles okay und friedlich. Ah, hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Na, mach doch mal. Guck mal. Ha, ich hüpfe höher. Ha, hier. Ja, habe ich gesehen. Nein, ich will mit dem anderen reden. Sagst du dasselbe? Ich wünschte, ich könnte so springen wie du, Ark. Na, musst du üben. Dann kannst du das. Oder du drückst einfach ständig auf Y. Dann geht das auch. Hallo. Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Nein, Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. What the fuck? Ich sollte hier nichts... Ich sollte nicht... Das ist gemein. Ich sollte das nicht tun. Sind zwar nur NPCs, aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Was haben wir hier? Ah, der Magier. Kristalle bergen einzigartige Zauber in sich. Nur wir Magier verstehen es, diese Zauber in Ringen oder Medaillen zu bannen. Die Kristalle besitzen magische Kräfte. Bringst du sie mir, entfache ich ihre Kräfte und wandle sie in Zauber. Okay, du willst also Kristalle. Ist in Ordnung. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Dann ist das hier der Laden. Oder der Händler. Ach, die Musik. Willkommen, wie kann ich helfen? Du hast nicht genügend Taler. Achso, ja, hier, genau. Wir haben 0 Geld und das hier ist, man kann mit L kann man jeweils sich immer eine Info geben lassen. Füllt 20 Kraftpunkte auf, füllt 70 Kraftpunkte auf, heilt Vergiftungen. Das ist eine Waffe. Das ist ein Abwehrding zum Anziehen. Also viel gibt es hier noch nicht zurück. Und wir können uns eh noch nichts kaufen. Wir haben nämlich kein Geld. Wir leben hier, aber wir haben 0 Geld. Hallo. Huch, Entschuldigung. Ruhig, angle! Okay. Ich spreche dich nicht mehr an. Okay. Gut, wir haben uns entschuldigt. Ich glaube, wir sollten zum Weisen zurückgehen. Der ist bestimmt zufrieden mit uns jetzt. Finde ich. Also bin ich mir ziemlich sicher. Denke ich mal. Nichts zu machen. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Ark, du kommst gerade recht. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollten doch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Ark, willst du es probieren? Nö, wieso? Warum probiert es denn nicht alleine? Gut, aber wenn wir da etwas finden, bekommst du nichts davon. Hast du verstanden? Das ist mir egal. Mich interessiert das nicht. Strengt euch doch selbst an. Na schön, das wird dir noch leid tun. Ark hilft uns nicht. Lasst es uns nochmal versuchen. Fertig? Los! Was? Was ist passiert?
Ark, steh auf! Hier stimmt etwas nicht! Was sollen wir tun, Ark? Sie wurden alle durch die Tür gesogen. Wir hätten die Tür nicht öffnen dürfen. Der Alte hatte uns gewarnt. Tja, hättet ihr sie mal nicht geöffnet, die Tür. Aber sie geht nach wie vor nicht auf. Kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier? Nein, ich kann trotzdem nichts öffnen. Schade. Na gut. Ja, du stehst da jetzt in aller Ruhe, ne? Was sollen wir tun, Ark? Was ist mit den Leuten geschehen? Ja, ich weiß auch nicht. Was sollen wir tun? Sag's mir doch. Hilf mir doch. Ich bin doch nur ein dummer Spieler. Das ist derselbe Text. Kann ich mich eigentlich kurz schlafen legen? Oder kann ich... Ich geh mal kurz speichern. Ich werde auch ab und zu Save States setzen. Zack. Einfach, um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwie irgendwo Mist baue. Kann ich mich jetzt hinlegen? Ich kann mich hinlegen. Das ist schön. Schlafen wir eine Runde. Die sind in der Tür. Das ist in Ordnung. Das ist... Warum nicht? So. Jetzt haben wir uns ausgeruht. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal im Plot weiter. Gibst du mir eigentlich einen Tipp, was ich tun muss? Oder muss man da... Da musste man damals noch wirklich selber drauf kommen. Gutes Spiel. Was? Sie hat einen Riss... einen Ress. Sie hat einen Ress. Gutes Spiel. Dass man da echt noch selber drauf kommen muss. War ich mir nicht mehr sicher. So, das hast du nun davon. Keine Tür wird mich aufhalten. Und er ist einfach mal rausgegangen. Wo ist er hin? Weg. Ach, da ist er ja wieder. Augenblick. Ah, geh da lieber nicht hinein. Es ist unheimlich dort. Ach was, da wird schon nichts passieren. Die sind da drin. Die wurden von der Tür eingesogen. Das ist völlig in Ordnung. Hey, was tust du hier? Sag etwas. Vermaledeit. Aus dem Himmels Willen ist nur geschehen. Hey, was tust du hier? Sag etwas. Vermaledeit. Aus dem Himmels Willen ist nur geschehen. Sie werden doch nicht etwa eingefroren sein? Helft mir! Lasst mich raus! Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? So sei es denn. Tritt näher. Konzentriere all deine Kraft und berühre die Truhe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Endlich, nach all den Jahren, ich bin wieder frei. Du musst mein Befreier sein. Ich habe viele Namen für dich. Für dich bin ich Fluffy. Oder Fluffy. Ich nenne ihn Fluffy. Bist du ein Dämon? Hat der Weise dich deshalb unter Verschluss gehalten? Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Sie ist mein Heim. Sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Von nun an kannst du in die Truhe gelangen, wann immer du die Select-Taste drückst. Ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir. Ja, jetzt bekommen wir in etwa so eine Art Tutorial für die Truhe. Ich werde es jetzt nicht exakt vorlesen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Denn die Truhe ist sozusagen unser Inventar. Zauberschatulle, da sind magische Ringe und Medaillen drin. Das ist, wie gesagt, das überspringe ich jetzt wirklich alles ein bisschen. Und man bekommt dann die verschiedenen Attackeninformationen. Ego-Spiegel, Stärke, Abwehr, Erfahrungspunkte. Optionsmenü, da werden dann die ganzen Einstellungen gemacht. Magische Karte, das ist Orientierung in Labyrinthen. Buch der Aktionen, enthält Hinweise zu all deinen Aktionen. Und es gibt dann auch eben zu jedem
In jedem Raum gibt es 3 Türen, wo man in den nächsten kommt. Also ihr seht zum Beispiel ganz rechts, ganz links wollte ich sagen. Ganz links ist so ein Raum, da ist so ein Stab drüber, da sind dann alle Waffen aufbewahrt. Während ganz rechts ist so ein Raum, da sind Rüstungen drüber, da sind dann eben alle Rüstungen aufbewahrt. Und in der Mitte, das ist sozusagen der Itembeutel. Da sind dann sämtliche Items hier, nämlich Dinge wird das genannt. Und diese Feder, das ist die Bibliothek, wo wir gerade eben schon drin waren. Genau. Das ist im Prinzip die Erklärung der Truhe. Wenn man Select drückt, kommt man in dieses Truhenmenü. Finde ich recht schön gemacht alles. Wie gesagt, das erklärt er jetzt alles. Und hier, eine Waffe liegt hier schon. Um im Kampf bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Und wie gesagt, hier die Rüstungen dann. Auf in den nächsten Raum. Wir haben sie durch. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du solltest nochmal in die Waffenkammer gehen. Dort wirst du etwas ganz Besonderes finden. Du wirst es ganz sicher mögen, Ark. Ja, und das tun wir auch. Das ist das einzige Mal, dass wir uns wirklich in der Truhe bewegen können als Mensch, möchte ich sagen. Deswegen, ja, machen wir das mal so schnell es geht. Ark, du hast das Siegel gebrochen. Hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, dem ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt? Wirst du meine Gaben nutzen? Ja? So nimm mich in die Hand. Ich werde dir von Nutzen sein. Okay. Ark erhält eine Waffe. Sieh an! Es scheint, als ob er Gefallen an Ark findet. Du bekommst Gesellschaft, Ark. Geh nach draußen. Melina! Ark, bist du in Ordnung? Ich hab dich überall gesucht. Huch, was ist das für ein Ding? Danke für die nette Begrüßung, anmutige Sterbliche. Es scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Spürst du auch diese Kälte? Ark, lass mich nicht allein. Melina, was ist los? Melina! Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan. Du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurückverwandelst. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. Fluffy, was? Wo bist du? Ja, wir können wieder steuern. Es ist passiert. Es ist das eingetroffen, wovor sich die anderen gefürchtet haben. Alle sind zu Eis erstarrt. Sie hatten alle diesen Traum. Oder nicht alle, aber einige auf jeden Fall. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir unseren ersten Part. Die Vorgeschichte haben wir damit einigermaßen abklabüstert. Jetzt geht es daran, die Dorfbewohner zu retten. Danke fürs Zuschauen und tschüss.